ich bin rausnehmen und die Frauen. Mein Name ist irgendwas, ich arbeite bei Gut und Günstig. Jetzt machen wir wieder so ein Video. Der Schlüssel öffnet den geheimen Sexroom vom Jan, wo er Schweine und Hunde und alles Mögliche drin festhält. Dürfte ihm niemals mehr wiedergeben. Let's go. Jetzt machen wir so einen schnellen Zeitraffer. Ja. So sieht der Chris oberkörperfrei aus. Das ist eine Fotografie. Das ist echt sehr emotional. Das ist übelst sad. So wirklich, glaube ich, Alter. Oh, die Lil-Zan-Karte. Lil-Zan, ja, Mann. Ja, da ist so viel Scheiße hängen da halt. Rip Noah und Chris, da waren wir anscheinend beide mal krank. Warte, krank. Da oben ist noch ein Rip Chris, wo du auch krank warst. Legendäres Fachreferat von mir. Mit dem Behinderten versucht, den so gut wie keiner gefeilt hat, denke ich. Ja. Yu-Gi-Oh! Karte. Ist aufgehangen. Ein Meisterwerk von Joe. Junge, da war ein Kollabo von uns zwei. Eine Yu-Gi-Oh! Karte, ja, das sind die Kollabos. Das ist eins der geileren von uns. Da haben wir mal. Hat so ranzig gemalt. Dann ein Bild von mir, Janik. Das hier ist eins der ältesten, ne? Ja, das sollte doch unser. Das war unser Cartoon, den wir mal machen wollten. Ah ja, der Cartoon, ey. Digga, da liegt ein Bild. Das ist ein Fettsack. Das bist du, das war der Janik und das war. Nee, jeder hat einen Charakter gemalt. Das. Nee, das war auf jeden Fall Osmana beleidigt. Das sollte aber nicht der Janik sein. Der kann immer laufen und der hat sich dann dieses Auto von SpongeBob gebaut. Das Bergermobil. Ja, genau, weil es gut findet. Und der kann irgendwie nur essen, wenn der Typ drauf. Das sind Speide. Weihnachtsfigur. Ist die von Weihnachten oder von Halbweihnachten? Die war von Weihnachten, da mussten wir mal Stelle hin malen. Das war der Beginn von Disgusting Art. Halbweihnachten ist der Tag. Die Hälfte von Weihnachten. Ein halbes Jahr vor Weihnachten. Der 24.6. Nee, eigentlich der 12.6. ne? Da waren wir uns nicht so sicher. So, wir haben zweimal gefeiert. Ja, an beiden Tagen gefeiert. Okay. Neo Cities. Immer kleine Schock. Was hast du das gemacht? Das habe ich mal gemacht, ja. Von Karl. Die guten Sachen sind immer von Karl gemacht. Das war. Marlene, glaube ich. Ja, wie beautiful ist immer Marlene. Chris Pussyboy. Das habe ich drauf geschrieben. Da ein kleines Salzpack. Das ist aber eigentlich Koks drin, wissen die meisten. Das ist eigentlich kein Salz. Ja, wir da unglaublich viel Scheiße. Nein, warte. Ein zusammengeknittes. Eine Kaugummipackung, in der. Ah, das war ich. Spitzerpapier drin ist, ein Meisterwerk von Janik. Keine Ahnung, was das für Zeichen sind. Das muss ich verpixeln. Hier nicht pillen. Das war als wir das verdeckt haben mit an diesem Tag der offenen Tür, als wir da den Vorhang drüber gegangen haben, dass sie das nicht durchs Polaroid stechen. Digga, der und den haben wir in der 11. gemacht. Da haben wir die Marlene mit verarscht. Das sind die Freuden des jungen Christian, habe ich das Bild genommen. Oh Junge. Ah ja, das habe ich doch auch mal. Das war ein ziemlich neues. Wo ist die Packung? Dann einfach aus dem Katalog ausgeschnitten. Alles, wo man eine nackte Frau sehen kann. Keine Sinn, was ich denn mal als Leben. Für Freuden im Unterricht. Gregory 88. Gregory 88, rest in peace. Schaut auf seinem Twitter-Account. Moment. Was ist der? Keine Ahnung, ich habe ich nicht das gemacht. Ich bin 100 Jahre alt gekommen. Nein, das habe ich immer von meinem Platz aus gesehen. Von da drüben. Was auch immer das für ein Übelzimmer ist. Ich habe keine Ahnung. Den habe ich gestern von da hinten geholt. Eine coole Schraube. Das war der Beginn von dieser, wo ich das mit diesen Gesichtern gemacht habe. Ja, das wolltest du als Tattoo, glaube ich, machen. Ja, also das war der Beginn und derzeit war das sich sowas tätowieren gelassen. 10 Euro Max. Ja. Da hat der Jo sich noch verewigt. Das hat doch auch damals gemalt. Ah, da. Das ist crazy. Das war cool. Ja, das ist auch noch da irgendwo. Das habe ich schon rein, aber wir haben es gezeigt in der Kamera. Katzis. Oh,
Exodia. Da wollten wir eigentlich noch einen Körper, einen Kopf und Arme hinmalen und das sozusagen verbinden. Auf den Boden jetzt hier Kamomil-Packung haben. Und dann das. Leute, da wollte sich Noah als Anime-Charakter, glaube ich, mal malen. Auch wirklich die Anfangszeit der Anfangszeiten. Das hat mir Pier. Auf dem will ich mir hier noch kurz. Negatow. Negatow. War mal Negatow. Disney Fail. Vorhersage für den Solid 5. Da haben wir die Pia das im Innenpraktikum mal gemacht. Das ist auch ziemlich sicher von der Pia. Die einfach, muss ich ganz kurz erwähnen, ein Tonstück an der Pinnwand hängt, einfach festgenagelt mit den Nägeln. Ja, das ist eigentlich gegen die. Wir sind dabei. Wir müssen jedes einzelne Bild Revue passieren lassen. Ja, das haben wir noch. Mal. Wann haben wir das gemacht? Das haben wir, glaube ich, bei der Frau Lambert mal gemacht. Ja, das haben wir bei Ihnen im Unterricht gemacht. Ja, ja. Dann haben wir so Lauki noch auf die andere Seite. Das schimmert hier so durch. Aber das ist nicht sehr positiv, oder? Das kotzt ja die ganze Zeit. Das bedeutet, ja, dass mein Unterricht zum Kotzen ist. Nee, wir finden doch Ihren Unterricht arschgeil. Wir haben eigene Scheiße drauf gemacht. Das sieht echt geil aus. Das müssen wir echt eigentlich auf Insta oder so. Ich fotografiere es mal. Wir lieben Naturstrom. Wir wollten nie wieder Stress mit euch haben. Boah, da gibt es auch noch eins. Ja, da. Da habe ich ganz auf Naturstrom drauf geschrieben. Ja, ja. Aber müssen wir, das müssen wir erst befreien. Ja. Das ist, glaube ich, von. Ja. Das ist vom Christoph, glaube ich. Ja. Das hast du gemalt, oder? Ja. Das ist so nice geworden. Wir haben uns vor der einen Schulaufgabe so ein Video über Kubismus angeschaut. So eine Stunde davor und dann habe ich das in der Schulaufgabe gemacht und 12 Punkte bekommen. Ciao, Lili. Ciao, Lili. Bis Montag. Tschüss. Das hatte Leo und Paula, glaube ich, gestern nämlich. Ja. Das ist das Einzige, was an der Pin hat wahrscheinlich. Das war vom Referat von der Luisa, glaube ich. Von uns daraus werden getan gemacht. Haben wir einfach eingesteckt, weil wir es cool fanden. Was? Ja, der Paula war das. Ja, der Paula, das hat am Anfang noch gesagt, bitte wieder zurück. Das sind meine Beinhaare, die mal abgerissen wurden. Die kleben doch eigentlich. Sind das andere unter dem Tisch oder war das dieselben? Das ist die andere Hälfte. Das ist doch gemalt. Ja, das ist Lilly. Das sieht übelst geil aus. Ja, ich glaube, ich muss meine Karten noch aufmachen. Wegen mir? Ja, weil ich habe. Aber der macht doch ohne Scheiß, der wollte nochmal die nicht mal. Zugesperrt, weil da würde ich gerne nochmal reinschauen. Weil wir ja da schon ziemlich viel gemacht haben. Das entsteht so, solche Bilder. Das ist 2D. Einer mal das hier, dann mal der nächste in Körper und so weiter. Haben wir das gemacht? Ne, das war mal Lena und Helena. Das sieht richtig eklig aus. Ja, Mann, voll scheiße. Ich weiß nicht, ich kann mal. Oder guck halt noch einmal. Ich habe jetzt 65 in Unterricht. Ab wann haben Sie keinen Unterricht mehr? Ab 13.15 Uhr. Ja, dann machen wir ab da Turner. Junge, ich habe, glaube ich, irgendwas Geheimes entdeckt. Ach, war das nicht das Geheime, was viel zu krass war? Das darf man, glaube ich, nicht anschauen. Ja. Ich muss es selber kurz anschauen. Ich mach's unscharf, wenn es zu krass ist. Ja. Das kann man nicht. Ach so, ja. Ja, da haben wir ein paar Sachen. Meine Pickle-Rig-Zeichnungen sind echt gut. Super, Alter. Bildergeschichte. Alles natürlich basierend auf wahren Begebenheiten. Auch das da oben. Das Freezanic. Hier hinter ist auch noch ein Bild. Ja, das habe ich dahinter fallen lassen. Ich wollte es da oben hinlegen und dann ist hinter die Bindung gefallen. Das können wir, denke ich, seitlich ausführen. Digga, das war auch so alt. Also ja, ist so alt. Schau mal, was das für Blatt ist. Da unten steht 18.10.80. Ja. Super. Abgefuckt. Das war Rest in Peace. Fitora und Shane. Ja, Mann. Rest in Peace, Huni. Oh, Huni. Zu Huni haben wir dann hier auch leider mehr. Das hat unser Huni-Fan aus. Das war jetzt zur kurzen Zeit. Ja. Der hat Max gemacht, ne? Ja. Den habe ich gemacht. For you, Wolf. Das war die Helena, die hat einen Zebra mit Schwanz und Menschenoberkörper gemalt. Da hat wieder Kerl irgendwas Schönes gemalt und ich hab's mit dem Zahn. Wo ist die Mani? Ich war da ein bisschen rausgeschossen.
das fand ich auch ziemlich geil. Mit dem Eis habe ich sehr gefeiert. Das ist so richtig schwer, finde ich. Hab ich Svea das gemalt? Nö, das hier, aber das habe ich gemalt. Aber die, das ist voll das Svea-Motiv. Das ist auch geil. Das Bild macht ganz zum Schluss. Ich muss einfach hier nur ein Atompilz gemacht. Ah, ich habe den übelst gefeiert. Der sieht saugeil aus. Das, da wollte ich. Ich habe einfach nur Striche gemacht und dann mit Punkten angefangen und dann hat sich das. Habe ich erst gedacht, das könnte ein Baum werden. Habe ich noch einen Ring gemacht. War so von meiner Atompilz. Heftiger Shit. Mehr Abstract Shit. Jetzt wisst ihr mal, wie der Noah sollte, die Welt sieht. Das sollte Kyle und ich sein. Das sieht ja auf jeden Fall ähnlich. Das ist ein heftiges Bild. Nee, Abschlussfahrt. Das ist die und die Frau Lambert. Und der Janik, wie er gefangen ist zwischen den Mädchen und in einer schlimmen Situation. Und hier nochmal, um zu dramatisieren, Panik. In seiner DNA eingewickelt. Hier, man erkennt es nicht ganz, das ist der Janik, weil Bartwuchs, Judenkappe, Janik. Und da hat er sich nochmal in den Kopf geschossen. Ja. Und das soll ein Knastgitter symbolisieren. Ja. Ist so ganz, gut, es ganz ist so eindeutig gut. Halt. Zudem, klar, wir hatten alle scheiße Flaschendeckel. Don't kill your friends. Sollte man niemals tun. Das sieht aus wie, finde ich, Eisendruck. So in so eine Eisenplatte reingesetzt. Cool. Ja. Das war eins der genialsten. Free me. Da war ich im Knast zu der Zeit. Da haben wir ein Flugzeug. Mal schauen, ob da was das drin ist. Das ist der Christentum. Der Christentum. Okay. Käse. Heute war das wieder Tic-Tac-Toe, wer verliert, gewinnt. Das haben wir oft gespielt, weil da haben wir dann versucht zu verlieren und das ist voll schwer gewesen. Das hab ich mit keinem mal gemacht. Wir das haben nur Scheiß gemacht. Ja. Wir hatten solche dumme Ideen die ganze Zeit. Das ist so behindert. Wir werden nächste Woche Abi safe nicht bestehen. Das ist echt schwer. Oh shit, ich habe mich auf meine Karte gesetzt, sehr schwer. Das hat der Max gemacht, oder? Ich glaube, das war der Fall. Nee. Das war Max. Sollte das Rick sein? Mit den Haaren? Nee, Mann. Glaub nicht. Das sieht echt geil aus. Ich muss mich da nicht denken. Ja, das war eins der ersten Bilder. Legende. Da geile ich mich an Noahs Kopf auf und bekomme einen Ständer. Ja. Sehr geil. Was ist das denn? Fetter Hofnarr. Ja, die hat er noch gemacht. Das soll ich sein. Sau wieder. Junge, das ist gleich voll meine. Ich meine, ich hab meins auch gemacht. Wir haben so viele Nägel gerestet, Gru. Der kann dir Schellen verpassen. Dann hat die Marlene gemalt. Mhm. Cool. Und den anderen hat auch die Marlene gemalt. Das war der erste Versuch und ich habe ihn ausgemalt. Getuned. Naturstrom von Life. Das ist auch von mir. Unsere Brüder. Das sieht aus wie dieses The man should not make laws about women. Man should make laws. Crazy shit, Alter. Das ist cool gewesen. Oh, eine Cursed Katze. Habe ich mit Lilly gemalt. Oh Gott, das ist Mäh schon drin. Ich habe es gar nicht gesehen. Oh Scheiße, schreibt. Das hat der Noah da. Noah, das Beste. Das ist das Beste von allen. No joke. Und hier ist das Ganze nochmal ein etwas realistischer. Mäh ist immer noch mein Favorite. Sehr eigentlich. Ah ja, auch ein Klassiker. Der Salzstreuer-Mensch. Widerliche Sachen sind hier entstanden. Von Pier, keine Ahnung. Schaut cool aus. Das ist so. Oh! Man erkennt das Gesicht. Das war mein Testobjekt 209. Das ist die Ohrenratte. Die morgendliche Fütterung am 12.02.2019, da hat sie einen Wurm bekommen, ist an der Leine und ihr wurde ein Ohr auf den Rücken genäht und geschaut, ob sie überlebt. Sie hat überlebt, sie lebt heute noch in meiner Garage. Das war das erste Selbstporträt von mir. Geile Tittenaugen.
Rest in Peace, X. Nice. Erstmal disordern und runterschmeißen. Ich fotografiere das ab. Lad's auf Insta hoch und sag, ich hab's gemacht. Schaut was an Takedo. Ein Totenkopf. Oder so. Nicht von dem Land. Hast du den Max noch gemacht? Ja. Der Christopher. So ein Naturstrom, oder? Sieht richtig traurig aus, ey. Mhm. Voll leer und empty. Schau mal, wie geht es dahin? Wir hängen es im selben Raum wieder auf. Ja? Ja. Zeit. Okay, Junge, das kriegen wir nicht mehr raus. Das bleibt ja, dafür das immer. Da schau, das kann man hinten rum raus. Ich brauche nicht. Ja, nicht. Hast du mir einen Fineliner oder so? Ja, ich glaube, Fineliner passt eben runter und mit dem hoch. Digga, da ist eine Schraube festgemacht hier. Da kriegen wir es noch durch. Das bleibt da hinten. Wisst ihr noch, was auf dem Bild ist? Das hab ich gemalt. Da ist so ein Typ aus seiner Schlafparalyse. Achso, ja, das sah sogar sehr abgefuckt aus. Digga, das hier müssen wir jetzt mal erklären eigentlich. Hier so ist die abgefuckte Seite. Legt euch vielleicht kurz auf den Tisch, dann könnt ihr es alles wegfassen. Also so sieht es eigentlich aus. Aber die echte Welt sieht man erst hier. Hier geht ein Schwanz im Mund rein, die Augen werden rot. Kill me. Kill your friends. Never kill your friends. Und das ist noch eine heftige Zeichnung von Lilly. Also das ist eine genaue Zeichnung von Christian Schwanz. So schaut er aus, aber nur im Dunkeln. Piss dich. Ich muss meine mit den Beinen anfangen. Das Herzstück, Alter. Die Paula. Ist das die Kasse? Prag, Alter. Hey. Ja, das war die Kasse. Warte, ich glaube, in Prag haben wir uns alle eine geistige Behinderung angesagt. Ich bin behindert. Das ist der Preis, das ist der Pizza. Ist das sad, ey. Das ist voll ungehau. Einfach nur übelst. Also, no joke, das fühlt sich richtig leer an jetzt hier drin. Ih, Alter, was ist da passiert? Das ist voll versifft, ey. Da ist wahrscheinlich mal jemand ausgeflippt und hat irgendwas versucht. Ja, was? Alter, aber Junge, gib dir mal unsere Werke an den Körpern da am Mitschüler. Das ist kein Problem. Oh, Alter, Waffe ist eine Scheiße. Danke fürs Filmen, Bro. Das war doch noch in der 11. wo das gemacht hat. Ja, dieses maximal widerliche End, das da unten ist. Depression and obsession. There's hope for the rest of us. Tired of feeling like I'm trapped in a damn mind. Das ist Christians Zeichen und das war mein Zeichen. Damn. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das war safe zu halb einer. Ich glaube, das war Kyle. Das ist ein Baum mit 6-9-Zähnen. Ja, das war Kyle. Rest in peace. Fashion wie gelacht. Das sagen wir jetzt dahinter, damit das niemand mehr rauskommt. Nie wieder. In 100 Jahren ist da noch so. Egal, das ist das letzte Mal hier. Hättest du noch?
Naturstrom kommt rüber. Flippt aus. Das ist noch nicht unten. Egal, das kann dazwischen sein. Das gehört dann einfach ins Lehrerzimmer. Was dann noch? Den kann man als einzigen nutzen. Dann. 6-9. Free 6-9.